Herzlich willkommen bei grün und gesund.de. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, grüne Smoothies. Habe ich natürlich auch einen ganz frisch dabei. Und dazu habe ich heute eingeladen Roman Firnkranz. Ich möchte mich mit ihm unterhalten über das Thema grüne Smoothies im Zusammenhang mit dem Thema Fruchtzucker, ein sehr wichtiges Thema. Roman Firnkranz ist zertifizierter Ernährungstrainer. Er unterstützt Menschen beim Abnehmen und Entgiften mit grünen Smoothies. Und er ist jetzt ganz offiziell Buchautor des Buches Meine grünen Smoothies. Yeah, genau. mit mehr Energie und Wohlbefinden durch den Alltag ist der Untertitel. Herzlich willkommen, Roman. Hallo Andreas, hallo, danke für deine Einladung. Es freut mich, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich auch sehr. Zuletzt haben wir uns gegenseitig interviewt beim grünen Smoothie-Kongress 2014. Das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Und alle Dinge, an denen du die letzten 2 Jahre gearbeitet hast, konntest du jetzt abschließen. Ich habe es eingangs gerade erwähnt. Du hast ein Buch veröffentlicht, jetzt ganz, ganz frisch. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. Meine grünen Smoothies heißt es, mit mehr Energie und Wohlbefinden durch den Alltag. Erzähl uns noch mal ein bisschen, was hat dich angetrieben, so viel Arbeit in ein weiteres grünes Smoothie-Buch zu stecken? Wie kam es dazu? Also der Ursprung war eigentlich, dass ich, mache die 30-Tage-Challenges und da haben sehr viele Leute schon teilgenommen und da kommen immer dieselben Fragen. Und ich habe damals angefangen, die Fragen einfach in eine Datei zu schreiben und die Fragen, die wiederkehrenden Fragen aufzuschreiben und runter zu tippen, sodass ich es nicht immer in der E-Mail oder in der Facebook-Nachricht wieder neu beantworten muss. Das war der Ursprung. Und ein guter Freund von mir hat mich dann 2014 gesagt, hey Roman, jetzt hast du schon so viele Fragen gesammelt, mach mal ein Buch draus. Du hast jetzt so viel Wissen gesammelt, so viele Fragen gesammelt, mach ein Buch draus. Und dann habe ich angefangen und lustigerweise bei der Challenge dann letzten Jahres habe mich dann ein Verlag angeschrieben und gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bringe das in eine Form. Unter anderem, weil es für mich auch noch, also ich habe dann schon sehr viele Bücher gelesen gehabt, aber mir hat noch ein Buch gefehlt, das mehr in diese Praxisrichtung geht. Also es gibt viele Bücher über Rezepte, da gibt es eine Tonne von Büchern. Es gibt viele Bücher, die jetzt, also von der Viktoria Budenko auch, die mehr so diesen Warum-Effekt ein bisschen erklären. Aber wirklich ein Buch, das jetzt darauf fokussiert ist, dich auch bei der Umsetzung zu unterstützen, dass du wirklich auch regelmäßig grüne Smoothies trinkst, das hat mir noch gefehlt und das ist eigentlich der Aufhänger, der Grund und die Motivation, das Buch zu schreiben. Also aus meiner Ernährungstrainer-Sicht die Leute dabei in Buchform zu unterstützen, wirklich loszulegen, das wirklich auch durchzuziehen. Das ist so, genau. Okay, sehr schön. Also der Weg in die Praxis und dran zu bleiben. Genau, richtig, ja. Okay. Ja, dann erzählst du mal ein bisschen. Hast du gerade schon ein bisschen erzählt von den Themen, aber vielleicht kannst du ein bisschen noch was genauer dazu sagen. Was sind so genau die Inhalte? Vielleicht lässt uns da ein bisschen, gib uns einen kleinen Einblick. Okay, also das Buch hat 3 grobe Teile. Der erste Teil ist so, dass ich die wichtigsten Fragen zum Thema grünes Smoothie kläre. Das heißt, also die häufigsten Fragen, die auch kommen durch falsch recherchierte Beiträge von Journalisten, die das auch in der Medienwelt heraus herumschwirren. Und auch den Smoothie so in Kontext zu bringen, in den Ernährungskontext. Also wo ordnet man den ein? Wie verhält er sich zu den Säften und zu den Fruchtsäften? Mhm. Weil da wird ja auch, wie gesagt, in den Medien wird ja gerne grüne Smoothies in eine Schüssel geworfen mit den industriell hergestellten Smoothies, mit den Obstsmoothies, mit den Säften. Also das in Kontext zu bringen und auf anschauliche Art und Weise, eine leicht verständliche Art und Weise, die Zusammenhänge zu erklären, wie er auf den Körper wirkt und wie er einzuordnen ist. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil geht dann sehr in die Praxis. Da gibt es dann 6 Schritte über die Zubereitung, über die richtige Auswahl des Equipments, über die Zutaten, wo bekomme ich die Zutaten, wie trinke ich ihn richtig. Also wirklich Step by Step den Prozess durchgehen. Und der letzte Teil ist dann wirklich ein sehr, sehr praxisbezogener Teil. Da gibt es eine 30-Tage-Challenge mit Einkaufslisten, Rezepten, Wochen, auch mit saisonalen Variationen. Das war mir auch sehr wichtig, weil dieser saisonale Bezug bei manchen Büchern fehlt und grüne Smoothies sind saisonal. Also ich kann nicht Pfirsich-Smoothies im Jänner trinken und Wassermelon-Smoothies im Dezember. Also man muss halt auch schauen, was ist gerade verfügbar, vor allem bei uns im deutschsprachigen Raum. Und dann habe ich versucht, auch diese saisonale Komponente auch schon für die Beginner oder für die Anfänger mit einzubauen. Und zum Schluss gibt es noch so ein paar Tipps für spezielle Herausforderungen, was, wenn du unterwegs bist,
Was, wenn du schwanger bist oder stillst? Was ist, wenn du Verdauungsprobleme hast? Was, wenn du Entgiftungserscheinungen hast? Also auch so auf spezielle Anliegen dann auch zum Schluss Ja, einzugehen. hört sich schon Genau. mal richtig gut an. Also wir haben wirklich das ganze Paket und ich kenne die Fragen ja auch, ne? Es gibt wirklich, die meisten Fragen wiederholen sich da wirklich und das ist dann wirklich schön, wenn man das mal komprimiert zusammen hat und da wirklich gute Antworten aus der Praxis bekommt. Ein Thema, wo wir uns heute rauspicken, ja, das ist nämlich Genau. auch Thema deines Buches. Ich durfte schon einen Blick reinwerfen. Fruchtzucker im grünen Smoothies. Auch mal wieder ein Thema. Der Fruchtzucker wird oft verteufelt. Man kennt es Richtig. vielleicht auch. Man sagt ja auch am Anfang beim grünen Smoothie, hoher Obstanteil, wenig Grün, um einen guten Geschmack hinzubekommen, wenn man überhaupt reinkommt und sagt, okay, juppie, der grüne Smoothie schmeckt mir und ich mache es jetzt überhaupt. Aber man soll es irgendwann runterfahren. Ja, das so als Beispiel. Was sind deine Erkenntnisse in Bezug auf den Fruchtzucker und auch in Bezug auf den grünen Smoothie im Speziellen? Okay, na, also zuerst einmal generell zum Fruchtzucker. Und die Argumentation, vor allem bei den Beiträgen im Internet, ist, dass wir zu viel Fruchtzucker konsumieren. Dass er im Vergleich zum Traubenzucker, also es gibt ja verschiedene Arten von Zucker. Es gibt Traubenzucker, Fruchtzucker, und man ist beides in der Frucht auch drinnen. Also nicht nur Fruchtzucker ist in der Frucht drinnen, sondern auch Traubenzucker. Traubenzucker wird schon über die Schleimhäute aufgenommen, der gelangt sehr, sehr schnell ins Blut. Und Fruchtzucker muss über die Leber verstoffwechselt werden. Also vielleicht kurz als Einstieg, dass es verschiedene Arten von Zucker gibt. Und bei dem grünen Smoothie oder warum der grüne Smoothie kritisiert wird, ist eben die hohe Menge an Zucker, wobei er da auch gleichgestellt wird, vor allem in den Medien mit anderen industriell hergestellten grünen Smoothies, industriell hergestellten Obstsmoothies und auch Säften. Und bei Säften ist es so, dass die sehr, sehr zuckerhaltig sind. Auch Obstsmoothies sind sehr, sehr zuckerhaltig. Die haben noch mehr Zucker als ein selbst hergestellter grüner Smoothie. Und auch, vor allem die industriell hergestellten grünen Smoothies sind alles auch Saft drin. Das ist die Hauptbasis Saft und deswegen ist er auch sehr zuckerhaltig, sehr süß. Und deswegen kann ich auch zum Teil verstehen, wenn der kritisiert wird. Also man Da, muss da wirklich schon unterscheiden. Also zwischen einem genau. grünen Smoothie, den ich im Supermarkt kaufen kann, und einem Genau. grünen Smoothie, den ich bei mir zu Hause mit frischen Zutaten im Hochleistungsmixer herstelle. Genau richtig. Genau. Also wie gesagt, wenn du ein grünes Smoothie kaufst, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da ist die Basis, oder ein Großteil der Basis Apfelsaft, weil er einfach billig ist und weil er sehr stark diesen Geschmack übertönt und halt die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass es den Leuten schmeckt. Also es ist Ja. wirklich für mich jetzt als eingefleischten Smoothie-Trinker ist es fast untrinkbar, weil er so extrem süß ist. Also ich trinke ihn nicht gerne oder verdünne ihn, weil er wirklich extrem süß ist. Also das heißt, wenn ich den frischen grünen Smoothie mache, ist es also ein Unterschied. Was gibt's, was für Punkte sind es jetzt so, dass ich sage, es ist trotzdem noch gefährlich, grünen Smoothie zu trinken? Muss ich da trotzdem noch beim Fruchtzucker aufpassen? Oder, Genau. Warum du aufpassen musst, speziell im Kontext auf dem Zucker, ist jetzt einerseits, weil Fruchtzucker in verarbeiteter Form in sehr vielen Industrieprodukten, Fertigprodukten drin ist, also überall, auch in Fastfood, in Burgern, auch in Salaten von Fastfood-Lokalen, in Fertigprodukten, Tiefkühlprodukten, überall ist fast Zucker dabei. Und meistens geht es da um den High Fructose Corn Syrup, also die industrielle Version von Fruchtzucker. Und der Körper hat eine gewisse Menge an Enzymen, dass er diesen Fruchtzucker verarbeiten kann. Also wenn ich hier das Limit habe und ich esse schon sehr viele Industrieprodukte, dann komme ich mit den grünen Smoothies sehr schnell drüber und dann gibt es die Probleme. Also die Probleme, dass halt dann Verdauungsprobleme kommen und ja. Also der okay. Grund, warum du dann den grünen Smoothie nicht verträgst, ist nicht, weil du den Fruchtzucker nicht verträgst, sondern weil du einfach schon in der restlichen Ernährung sehr viel Fruchtzucker zu dir nimmst und dadurch schon nahe an dem Limit dran bist. Wenn du die wenig verarbeitete Produkte essen würdest, dann wird der grüne Smoothie gar nicht ins Gewicht fallen. Dann hast du keine Probleme damit und keine Probleme mit den Früchten. Ausnahmen bestätigen die Regel, also es sei denn, du hast wirklich eine Fruktoseintoleranz. Das vielleicht zu dem grünen Smoothie direkt. Und eine andere sehr, sehr wichtige Sache ist, wie schnell du den Smoothie zu dir nimmst. Also bei uns ist er genetisch einprogrammiert, wie wir die Nahrung über Jahrtausende zu uns genommen haben, meistens direkt vom Baum oder vom Strauch. Und der Körper weiß einfach, wie schnell, wenn ich jetzt die Lebensmittel normal zu mir nehme, also das kaue, also es dauert einfach eine gewisse Zeit, 5 Äpfel oder 3 Äpfel zu essen und 2 Bananen zu essen, die zu kauen und dass die dann in den Magen-Darm-Trakt kommen, das dauert eine gewisse Zeit. Und jetzt durch unsere modernen Geräte wie das Mixer und den Safter kann ich die Essenz aus diesen Früchten oder die ganzen Früchten in eine Form bringen,
wie ich sie sehr, sehr schnell konsumieren kann. Und das täuscht den Körper oder schafft insofern Probleme dem Körper, dass er nicht weiß, wie er mit dem umgehen soll. Und es kommt dann zu einem sehr, sehr schnellen Anstieg der Blutzuckerkurve. Und der Körper reagiert über, er schüttet zu viel Insulin aus, weil er eben das, an das nicht gewöhnt ist. Und dann fällt die Blutzuckerkurve unter das Ausgangsniveau zurück. Und dann kann es eben sein, dass du wieder sehr schnell Hunger hast. Dann kann es sein, dass du sogar Heißhungerattacken bekommst. Und das ist so der Hauptgrund, also das, was ich halt häufig sehe, wenn man den Smoothie einfach wie Wasser trinkt, obwohl er eigentlich eine vollwertige Mahlzeit ist. Und ja, da habe ich auch Studien dazu. Und die Studien besagen eben, dass, wenn du den Smoothie jetzt langsam, also Schluck für Schluck trinken würdest, über 10 bis 15 Minuten, oder mit einem Löffel aus einer Schüssel essen würdest, dann dieser Effekt eigentlich komplett mehr oder weniger ausgelöscht werden kann. Also es ist nicht, also es zu keinen Heißhungerattacken kommt, der Blutzuckerspiegel nicht und das Ausgangsniveau zurückfällt. Okay, aber das ist ja jetzt nicht das Problem des grünen Smoothies, sondern oder ja, es ist ja, also wie soll ich sagen, also der Fruchtzucker hat eben diese Problematik und egal von wo ich ihn jetzt nehme, oder macht das dann doch nochmal einen Unterschied, ob ich den Fruchtzucker jetzt mit dem grünen Smoothie zu mir nehme oder ist das generelles Problem? Das ist jetzt ein generelles Problem, auch bei Limonaden. Wenn du Limonaden trinkst, wenn du Obstsmoothies trinkst, wenn du grüne Smoothies trinkst, ist immer die gleiche Problematik. Und man kennt es vielleicht, wenn man zum Beispiel eine sehr süße Limonade trinkt oder etwas sehr Süßes isst, dann hat man meistens noch kurz wieder Hunger auf was Süßes. Das ist eben der genau der Effekt, der eintritt. Dass wenn du etwas Süßes sehr schnell zu dir nimmst, dass du noch mehr Lust auf noch mehr Süßes hast. Ja, genau. Und das ist egal, ob es ein Kuchen ist oder ein Obstsmoothie oder ein grünes Smoothie, das ist bei allem genau gleich. Genau. Und da rührt ja eben auch diese Empfehlung her, dass man sagt, bei grünen Smoothies den Obstanteil nach Möglichkeit runterfahren. Gut, aber man kann natürlich nicht, oder es gibt schon Möglichkeiten, auch Smoothies zum Beispiel mit Tomaten oder Gurken, also herzhafte Smoothies zu machen, die Möglichkeit habe ich ja auch, aber die meisten bevorzugen eben die süßen. Ja. Aber da hast du jetzt gerade schon was angesprochen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, um das noch zu optimieren, den grünen Smoothie zu löffeln. Erzähl uns da ein bisschen was zu. Es ist so, dass, also wenn man jetzt an einen Smoothie denkt, oder das Smoothie, immer das klassische Bild, das ich hier aus einem Glas trinke, oder aus einem Glas konsumiere, also überall findest du Rhythmien. Wobei ich jetzt nicht das, also will ich dazu sagen, ich will das Glas nicht verbannen. Also wenn du wieder aus dem Strohhalm den Glas, also trickst, oder du hast schon einen Trick dabei, wenn du aus dem Strohhalm trinkst, konsumierst du schon etwas langsamer. Wenn du einen dickflüssiger machst, konsumierst du ihn langsamer. Also es gibt schon Tricks, wie er aus dem Glas auch funktionieren kann. Aber eigentlich gesehen sind wir aus, und da habe ich wieder eine Studie gefunden, gibt es einen psychologischen Effekt, und zwar der Smoothie ist so sättigend oder die Speise ist so sättigend, wie du sie wahrnimmst. Das heißt, du kannst die gleiche Speise aus einem Glas essen oder aus einer Schüssel essen, und ich nehme zum Beispiel, wenn ich jetzt den Smoothie aus der Schüssel esse, als sättigender wahr, weil ich einfach daran gewöhnt bin, Speisen, die ich aus einem Teller oder aus einer Schüssel esse, auch generell sättigender sind. Das heißt, wie ich die Speise wahrnehme, hat einen gewissen Einfluss darauf, wie sättigend das Smoothie sein. Das ist interessant, ja. Und wie gesagt, genau gleiche Kalorienmenge, genau gleiche Speise, einfach nur die Art, wie du es konsumierst. Das ist kein so großer Unterschied, das ist jetzt ein riesengroßer Unterschied, aber ein kleiner Unterschied ist auf jeden Fall da. Es gibt Studien dazu. Das heißt, du empfiehlst es wirklich, einen grünen Smoothie zu löffeln und nicht in einem Stück, was ja auch generell meine Empfehlung ist, langsam trinken, viel kauen. Macht nur kaum jemand. Ne? Die meisten trinken eben doch, weil man es eben auch gewöhnt ist, aus dem Glas zu trinken. Ne? Ist, genau, genau. Ja. Also ich bin ja generell ein Fan von eher dickflüssigeren Varianten, und der grüne Smoothie ist eigentlich eine vollwertige Mahlzeit. Also es ist eigentlich kein Getränk. Vor allem, wenn du sagst, du gibst noch ein paar Samen rein und du hast vielleicht, also das Fetthaltige, also du hast dann sehr viel Kohlenhydrate, du hast dann auch noch vielleicht Fett drinnen. Und wenn du Sportler bist, vielleicht auch irgendwie noch Proteinpulver oder so, das ist eigentlich eine Mahlzeit. So, dann hast du alles, eine vollwertige Mahlzeit, das ist alles drinnen. Und das ist halt dann kein Getränk mehr, und dann sollten wir es auch irgendwie als Mahlzeit behandeln. Ja. Und wenn du es in der Schüssel isst, dann kannst du auch noch Toppings draufgeben, also den Smoothie noch ansprechender gestalten. Vielleicht ein paar Fruchtstücke drauflegen, sodass du auch schon wieder mehr verleitet bist, den Smoothie wirklich zu kauen, oder zumindest die ersten Schlucke zu kauen. Ja, also dazu fällt mir auch noch was ein, das sind die berühmte Schlucksperre, sprich ich mache meinen grünen Smoothie und wenn er dann fertig gemixt ist, dann nehme ich zum Beispiel einen Apfel, wo ich dann aber in diesem Fall dann das Kerngehäuse rausschneide, tue das nochmal in den Mixer rein und mix ganz kurz an.
Das heißt, der Mixer sorgt dafür, dass der Apfel klein wird, aber in grobe Stücke. Und dann habe ich eben diesen Effekt, ich habe was im Mund, wo ich drauf rumkauen muss. Und dadurch halte ich ihn eben auch länger im Mund, kaue drauf rum, weil eben auch was da ist. Und das hilft auch sehr, sehr gut, um da eben diesen Schluckreiz der, oder diese Gewohnheit eben zu umgehen. Genau, richtig. Ja. Also ich glaube, es ist auch wieder was Psychologisches, wenn du glaubst, du beißt was, dass es sich dann eher auch als Mahlzeit anfühlt. Also wenn du ein bisschen etwas dabei hast, das du beißen kannst, dann fühlt es sich auch wieder mehr als Mahlzeit an. Meistens bei den Challenges so, oder wenn du jetzt grüne Smoothies trinkst oder jetzt auch abnehmen wollen würdest, dann ersetzt du ja den Smoothie mit einer Hauptmahlzeit. Und dann kann es hilfreich sein, wenn du ein bisschen was zu beißen dabei hast, dass es nicht so ganz komplett irgendwie komplett ungewohnt ist, weil du jetzt überhaupt nichts mehr zum Beißen hast. Also da kannst du, wie gesagt, die Fruchtstücke drauflegen, aber das kannst du auch beim Glas machen. Oben ein paar Beeren drauf und die, oder auch so ein Glas löffeln oder wie auch immer, ein paar Beeren reingeben, dass du einfach die Ja, ersten bisschen genau. beißt. Sieht ja auch schöner aus. Ja, genau. Du hast eben das Thema Heißhunger angesprochen. Sag uns was dazu. Was kann der grüne Smoothie leisten, damit wir den Heißhunger? Viele Menschen haben einfach mit Heißhunger zu tun, gerade auch wenn sie Challenges angehen oder Ernährungsumstellungen machen oder auch abnehmen wollen. Es gibt viele Situationen, wo man mit Heißhunger zu kämpfen hat. Wie kann uns der grüne Smoothie da am besten helfen? Also der grüne Smoothie löst eigentlich aus durch den Fruchtzucker, also durch den schnellen Blutzuckeranstieg und wieder Abfall. Und wie gesagt, Tricks, die es da gibt, also es gibt eine Studie, die besagt, dass wenn du Beeren hinzufügst, dass mehr oder weniger dieser Effekt neutralisiert wird. Das heißt, dass keiner zu keiner Heißhungerattacke kommt. Das heißt, wenn du wirklich Heißhungerattacken bekommst, das übrigens auch per Pancakes zum Beispiel, wo die sehr süß sind, kannst du Beeren hinzugeben, kannst du diesen Effekt neutralisieren. Auch bei grünen Smoothie kannst du diesen Effekt nutzen, indem du einfach Beeren hinzugibst. Und dann probier das mal aus, wenn du Heißhungerattacken nach Smoothies bekommst. Beeren hinzugeben, egal welche Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, egal welche Beeren. Und schau, ob dann die Heißhungerattacke oder das starke Hungergefühl kurz danach eintritt oder nicht eintritt. Sollte im besten Fall nicht eintreten, sofern die Studie stimmt. Das ist eine Möglichkeit, den Heißhunger unter Kontrolle zu bekommen. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, 0,5 Liter jetzt dir 10 Minuten Zeit zu nehmen, den Smoothie langsam zu essen. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist, ein bisschen Fett hinzugeben, also wie Samen, Chiasamen oder Leinsamen. Oder ein bisschen Avocado dabei. Genau, das ist die dritte Sache. Also Fett verzögert auch die Aufnahme von Zucker ins Blut. Das sind so die drei Maßnahmen. Wenn du die machst, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass du das in den Griff bekommen wirst. Also Fett langsam essen, ein bisschen Fett zugeben und Beeren dazugeben und dann solltest du das auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ja, genau. Sehr Genau. gute Tipps. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema ansprechen, das sehr aktuell ist und ja auch teilweise durch die Medien gegeistert ist. Es geht darum, dass die Mixerhersteller, ich sage es anders, es geht um die Fragestellung, kann der grüne Smoothie-Mixer wirklich Zellen aufbrechen, dafür sorgen, dass mehr Nährstoffe freigesetzt werden? Es wird ja oft mal wieder gesagt, es kam aber dann dazu, dass die Mixerhersteller wirklich in die Richtung ja, angegriffen wurden oder da angefragt wurden. Und aktuell ist es eben so, dass da gar keine Aussage zu mehr getroffen wird. Genau. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich in meiner Erfahrung wirklich sehe, wenn ich den grünen Smoothie mixe und ich habe einen Küchenmixer und ich habe einen Hochleistungsmixer, der schmeckt wirklich anders. Der hat eine völlig andere Konsistenz. Und also ich habe wirklich das Gefühl, dass der Geschmack wirklich viel, viel stärker rauskommt. Und für meine Begriffe ist es so, dass der wirklich bis auf die Zellebene das aufbricht. Aber du hast dich damit beschäftigt, auch mit Studien auseinandergesetzt. Sag uns doch ein bisschen was zu deinen Erkenntnissen. Das ist sicherlich ein Thema, was viele interessiert. Also es ist halt sehr, sehr, die Meinungen sind sehr gespalten. Es gibt auf der einen Seite das Lager, also das fanatische Lager, das eben sagt, ja, die Zellen, also das wird alles aufgespalten, die Nährstoffaufnahme wird verbessert. Auf der anderen Seite gibt es die kompletten Kritiker und mehr oder weniger beide bekämpfen sich so. Und ich gebe beiden recht. Einerseits ist es so, also es gibt jetzt gleich vorab, es gibt keine definitive Studie, die das jetzt irgendwie untersuchen würde, auch den Unterschied zwischen normalen Mixern und Hochleistungsmixern. Mir ist aktuell zum aktuellen Standpunkt keine Studie bekannt, die das genau untersucht hätte. Deswegen ist es halt schwierig, aber es gibt einzelne Hinweise, beziehungsweise es gibt schon Studien, die den Unterschied zwischen Kauen und Mixen zu einzelnen Nährstoffen aufzeigen. Darauf will ich gleich eingehen. Vielleicht nur noch kurz, um das Ganze in den Kontext zu bringen. Es ist so, dass die
Das Mixen, die Nährstoffaufnahme von gewissen Nährstoffen, also die Nährstofffreisetzung von gewissen Nährstoffen erhöhen kann. Speziell bei den Farbstoffen der Pflanzen, wie Chlorophyll, das ist ja der grüne Pflanzenfarbstoff, da kann es die Nährstoffaufnahme erhöhen, weil es ist so, dass diese Farbpigmente in der Zelle drinnen sitzen und dann kommt der Mixer her und zerstört diese Zelle und dann sind die frei herum und können eben vom Stehen bereit im Darm dann zur Aufnahme. Und wenn du das Das könnten wir eben nie so gut kauen, dass wir so viele Zellen aufspalten, jetzt mit unseren Zähnen, dass wir so viel Chlorophyll freisetzen. Und bei Hochleistungsmixern ist das beinahe fast 100%. Also es können fast alle, kann fast das gesamte Chlorophyll, das in den Zellen drin sitzt, freigesetzt werden. Beim Kauen würdest du, oder ich weiß keine definitive Zahl zum Kauen, aber wahrscheinlich ist es beim Kauen so 50, 60, 70%. Kommt drauf an, wie lange man kaut, ne? Genau, je länger du kaust, umso höher wird es. Du könntest auch durch Zerstampfen oder durch Schneiden, erhöhst natürlich auch die Nährstofffreisetzung. Also da zerstörst du auch Zellen. Also mit allen, jeder Form von Zerstörung der Pflanzenzellen erhöhst du die Freisetzung. Und beim Mixen ist es halt besonders hoch. Das heißt, wir reden hier von einem Unterschied von 60-70%, wenn ich wirklich extrem gut kaue, zu 90-100%, wenn ich halt wirklich mit einem Hochleistungsmixer mixe. Ja. Der Grund, warum es bei den Herstellern jetzt keine Marketinginformationen mehr gibt zu dem Chlorophyll oder zu Nährstoffen, ist einfach, weil ich vermute, dass der Unterschied zwischen normalen Mixern und Hochleistungsmixern diesbezüglich nicht so hoch sein wird. Vitamix hat da mal was drauf gehabt, ist wieder runtergenommen von den anderen Herstellern. Es gibt dann auch Untersuchungen von anderen Herstellern, die aber meiner Meinung nach nicht objektiv genug sind. Da wird halt dann 3 Minuten gemixt zum Beispiel und halt ein Smoothie mit sehr viel Wasser, was halt nicht praxistauglich ist. Also ich mixe halt keinen Smoothie 3 Minuten und ich mixe halt auch nicht mit einem Smoothie mit 600 Milliliter Wasser. Also das ist halt viel zu viel. Und wie gesagt, also ja, es gibt beim Chlorophyll und beim Lycopin, also beim roten Pflanzenfarbstoff, bei den Tomaten ist es definitiv so, dass die Nährstofffreisetzung erhöht wird und man könnte es auch nicht durch Kauen so hoch bekommen. Okay. Bei anderen wie Vitamin C spielt das keine Rolle. Das heißt, die Leute, die Gegner argumentieren dann gerne mit Vitaminen, wo es keine Rolle spielt, und die Befürworter argumentieren dann gerne mit sekundären Pflanzenstoffen, mit dem Chlorophyll, wo es eine Rolle spielt. Mhm. Ich sage, okay, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es wird für manche Nährstoffe eine Rolle spielen und für manche Nährstoffe keine Rolle spielen. Es gibt keine definitive wissenschaftliche Untersuchung dazu. Wie gesagt, ich sage mal so, wenn es nicht hilft, so schadet es nicht. Und wenn du halt, es ist definitiv auch so, dass ein normaler Küchenmixer um 50, 60 Euro, da die ziemlich gut die ganzen Pflanzenzellen aufspalten, natürlich nicht so in dem Maße wie ein Hochleistungsmixer. Wenn du sicher gehen willst und das Maximum der Nährstofffreisetzung sicherstellen willst, dann greif zu einem Hochleistungsmixer. Ansonsten nimm einfach einen normalen Küchenmixer aus der gesundheitlichen Perspektive. Das ist rein aus der gesundheitlichen Perspektive. Ja, genau. Dass Hochleistungsmixer noch andere Vorteile haben, wie die Bedienung, die Langlebigkeit und so weiter und so fort. Das ist wieder ein eigenes Thema, aber ich habe jetzt nur über die reine gesundheitliche Perspektive gesprochen. Da ist der Unterschied nicht so groß, wie er dargestellt wird. Standmixer, Hochleistungsmixer vielleicht so, Standmixer 90-95%, Hochleistungsmixer 95-100% von mir aus. Also du meinst tatsächlich, so gering ist der Unterschied, ja? Ja, vermute schon. Ja. Vor allem, wenn du länger mixt mit dem Standmixer. Es ist halt, die geschmackliche Komponente kommt definitiv zum Tragen beim Hochleistungsmixer. Ja, ganz klar. Hängt wahrscheinlich mit den sekundären Pflanzenstoffen auch zusammen, dass die besser freigesetzt werden. Ich vermute, wie gesagt, das sind von mir Vermutungen, dass der Unterschied nicht so groß ist. Wenn der Unterschied so groß wäre, kannst du dir sicher sein, dass jeder Hochleistungsmixerhersteller das auf der Website stehen hätte. Ja, okay. Also wenn das einen massiven Unterschied machen würde, warum sollten die Hochleistungsmixerhersteller das nicht untersuchen und damit Marketing machen, weil das wäre halt dann ein USP. Ja. Dann hättest du einen klaren Grund, einen Hochleistungsmixer zu kaufen. Und andersrum, wenn sie es nicht machen, denke ich mir, okay, wird schon einen Grund haben, warum sie es nicht machen. USP, eine Unique Selling Point, ein einzigartiges Verkaufsargument. Genau, also, ja. Okay, wenn du 30% mehr Nährstoffe freisetzen willst, dann kauf einen Hochleistungsmixer, weil mit einem normalen Küchenmixer schaffst du das nicht. Genau. Bevor wir jetzt hier in eine Werbesendung für Hochleistungsmixer ausarten, wir haben ja glücklicherweise fast keine Namen genannt, lass uns doch abschließend über dein Buch nochmal reden, beziehungsweise einen Hinweis darauf geben. Ja. Denn
Es ist ja so, dass du neben dem Buch auch eine Webseite betreust und im Netz hast. Also Genau. das heißt, für alle, die jetzt mehr über dich erfahren wollen, sag uns einfach nochmal ganz kurz die Adresse. Wo kann man mehr über dich erfahren? Also die Website lautet www.gruene-movies.info, das ist die Website. Da gibt es halt viele gute Artikel, also ich habe die Artikel reduziert, gute Artikel zu nehmen, grüne Smoothies, eine 7-Tage-Challenge auch zum Reinschnuppern. Ja, kann ich bestätigen und nur empfehlen. Sehr, sehr gut, die Bücher. Genau, und ja, da findest du mich. Es gibt auch eine Facebook-Seite, grüne Smoothies und Säfte. Da poste ich jeden Tag einen Post. Ja, und jetzt auch das Buch, das man auf Amazon zum Beispiel kaufen kann. Genau, ganz frisch. Ganz frisch. Ganz, ganz frisch ist es jetzt sozusagen erschienen. Genau. Ah ja, und eine Sache noch. Es gibt für alle, die in der Veröffentlichungswoche vom 11. bis 17. April das Buch kaufen und mir die Rechnung von dem Buch schicken, gibt es Preise im Wert von 5.847 Euro zu gewinnen. Das hört sich Das gut an. heißt, ja, unter Anführungszeichen, unter anderem eine Wasserfilteranlage um 1.000 Euro, ein Mixer um 600 Euro, Ernährungscoaching um 500 Euro, Thermenaufenthalt und alle meine Lieblingsprodukte. Ja, einfach, ich schreibe einfach auch den Blogartikel oder den Link unten im Beitrag oder unter dem Video dazu. Da kann man sich das genau anschauen, was man da alles gewinnen kann, wenn man das Buch in der ersten Woche kauft. Okay, das heißt, du hast einen Link, wo man es genau nachlesen kann. Den Ja. posten wir natürlich direkt unter dem Video, dass man sich damit informieren kann. Genau. Und wer Interesse an dem Buch hat, dann direkt noch was mitgewinnen kann. Das ist doch eine schicke, gute Sache. Genau. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du uns hier zur Verfügung standst, Rede und Antwort und ein bisschen Einblick gegeben hast in dein neues Buch, Meine grünen Smoothies. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Erfolg für deine Arbeit, natürlich auch jetzt für die Veröffentlichung von deinem Buch, dass du viele Menschen damit erreichst, vielen Menschen helfen kannst. Und ja, wenn euch das Interview gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch gerne Kommentare direkt unter das Video drunter. Egal an Roman oder an mich, wir beantworten die Fragen natürlich gerne. Und ja, an der Stelle würde ich aber sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir, Roman. Noch einmal schöne Grüße nach Österreich ins schöne Wien. Schöne Grüße zurück. und ich sage bald, bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andreas von grün und gesund.de. Ciao.